Gialbert. Ja, da heult Hati auch schon. Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal hatten wir einen sehr, sehr kurzen Frieden geschlossen mit Lady Angarad. Und kurz darauf haben die Britonen Gialbert ermordet. Wie geht es dir nach alledem, Bischof? Ich bin zutiefst erschüttert. Gialbert wäre ein guter Aldermann gewesen und eines Tages ein guter König. Ein König, erzogen mit der Kriegskunst der Wikinger und christlichem Mitgefühl. Er wäre ein großer Mann geworden. Ja, das glaube ich nämlich auch. Deswegen lasst uns jetzt mit Ivar losziehen und gleich mal... Ihr Männer, aufsitzen und mir nach! Wir haben noch viel vor! Bei der Feste Kausdorf vorbeischauen und König Rodri fragen, was da eigentlich genau los war. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Rodrichs Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. In Quadfort sagtest du, Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen. Ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängier die Küste von Kemry entlang und sah eine gute Anlegestelle in dichtem Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Britonen. Der Nebel lichtete sich und da standen sie in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief: Ich bin Rodri, König dieser Lande. Das geht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten mit unseren Äxten auf sie zu, ehe sie Luft holen konnten. Wir waren in der Überzahl, doch die Bretonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte: Verlasse dieses Land und warne deine Leute. Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivar. Sohn von Ragnar, Königstöter, Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Mhm. Die verschwitzte Schlange sitzt hinter dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Am Arsch. Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Leuten Bescheid. Wir können hier lagern und einen Überraschungsangriff aushecken. Ivars Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen. Mhm. Schon alles vorbereitet. Das geht recht schnell. Wir verteilen nochmal schnell unsere Fertigkeitspunkte. Ich habe auch letztens gesehen, dass wir hier den Bogenbenommenheitsschuss gar nicht fertig geskillt hatten. Wir sind da gleich irgendwie weitergezogen. Den wollen wir natürlich auch haben. Bisschen Kopfschussschaden. Das sieht doch alles schon ganz gut aus. Na los, dann rächen wir Gialbert. Was seid ihr für Männer? Seit du mich aus diesem Käfig befreit hast, will ich mich an den Bretonen rächen. Die Zeit ist reif. Ah, ja, perfekt. Die Zeit der Rache ist auch eindeutig gekommen.
Du hast mich befreit. Ich werde dich nicht enttäuschen. Sehr schön. Das sind all die Leute. Eivor, ich habe Lust, mich an den Bretonen zu rächen. Ich lasse mich sicher nicht zurückfallen, um die Leichen zu fleddern. Diesmal nicht. Sehr gut. Scheint, als wäre jeder bereit. Wir sind auch soweit, Ivar. Ich bin bereit. Was in Lokis Namen hast du da gemacht? Ein Drachen beschworen, der mir hilft, Rodri zu erlegen. Was sagst du, Wolfsmal? Bist du bereit für den Krieg? Trommel alle zusammen, Ivar. Es geht los. Ein guter Tag zum Sterben. Das Tor scheint gut verteidigt zu sein. Meine Männer beladen einen Karren mit Kesseln voller Öl. Wir brennen uns durch dieses beschissene Tor. Hat er sich was ins Gesicht geritzt oder tätowiert? Also ist Ivar jetzt zum Drachen geworden, ja? Zeig dich! Ich bin hier, knochenloser Ragnarsson. Warum kommt ihr mit einem Heer, wo wir gerade Frieden geschlossen haben? Verhöhne uns nicht, du Hurensohn! Du hast diesen Frieden mit Blut entehrt, als du Ceolbert ermordet hast! Rede so viel Unsinn, wie du willst! Wenn ihr Krieg wollt, gut. Unsere Verteidigung steht. Sieh in mein Gesicht, König Krähenfutter! Hier ist der Drache, der dich verschlingen wird. Ich sehe einen verbrauchten alten Mann, der Schlange spielt. Genug geredet, Ivar. Bringt den Ölkarren und entzündet die Feuer. Wenn ich mit Rodri fertig bin, reiße ich ihm das Fett von den Schenkeln, um unser Brot zu braten. Oh je, das klingt aber gar nicht lecker. Aber mach nur, was du möchtest. Jetzt geht es mit dem Schlachtgesang auf in den Kampf. Holt den Karren, Leute! Ein Tor naht! Ihr steckt direkt vor dem Tor in Brand. Dann schalten wir mal die Krieger hier aus, die uns entgegenkommen. Oh. Aus dem Weg, meine Güte, die sind richtig zäh. Gott, so viele Bogenschützen. Schauen wir mal, ob wir... Zeigt ihnen das Leuchtfeuer ihres Lebens! Oh, schnell, komm hoch. Danke. Die Lunte! Zünd ihn an! Ach, ich... Weg da! Heile im Anflug! Oh. Ich hoffe, das wirkt. Na komm schon! Das hilft alles nicht? Oh je. Dann so. Für Ceolbert.
Oh, die sind auch schon alle hier. Rücken! Haltet die Köpfe und auf von der anderen Seite! Boah, wie wütend alle wirken. Was für ein epischer Kampf. Ich glaube, da fliegen wieder Ivas Äxte durchs Bild. Wir kommen hier richtig gut durch. So viele Männer scheinen die nicht zu haben zur Verteidigung. Oh. Wer bist du denn? So, hier gibt es irgendwo noch Ölkrüge, die wir anzünden können. Da oben. Oh ja, stimmt. Hier in der Feste gab es ja noch Schätze. Die sollten wir nicht übersehen. Mit unserem Blutrausch. Das ist einfach stark, wie Eivor mit diesen zwei Schwertern kämpft. Na, ihr seid auch schon hier. Schau mich nur einmal um. Rodri scheint wirklich irgendwie von den Drachen besessen zu sein. Überall sieht man sein Wappen oder irgendwelche Gravuren von Drachen. Das hier nehmen wir mit. Eisen, Erz und Leder. Ich wollte schon sagen, Stoff muss er doch sicher auch haben. Nein, da kam ich ein bisschen zu spät. Wie wir auch einfach die Schilde zerstören mit unseren Angriffen. Hier unter uns müsste dann das Buch sein. Nein, es ist eine Truhe. Okay. Königsgeheiß. Gerade als die mercischen Streitkräfte kurz vor dem Zusammenbruch standen, traf eine Horde Dänen ein. Das wird den ohnehin schon beschwerlichen Krieg noch weiter verlängern. Sende einen Bericht zu unserer Wehrfähigkeit, denn ich muss Frieden in Betracht ziehen. Rodri. Naja, anscheinend nicht. Aua. Bogenschützen. Wow, die schießen sogar sehr schnelle Pfeile. Das sind auch Pikeniere. Mach mich nicht wütend. Oh, der hat eine ganze Combo ausgehalten. Die sind gut. Sehr, sehr starke Männer hat Rodri auf jeden Fall. Ich schau noch mal kurz. Hier ist noch ein Schatz. Da vorne den anderen Kleinen holen wir, wenn wir zurückkehren aus dieser Feste. Ich schau mal, dass ich die Männer hier irgendwie reinlasse, damit wir weiter vordringen können.
Na doch, hier scheinen dann doch mehr Leute von ihm zu sein. Weg von der Rutte. Wow. Der Kopf ist aber hochgeflogen. Komm her. Okay. Ölkrüge entzünden. Wo sind die denn? Die da hinten? Nehmen wir sie mit. Sprengen mal so dieses Tor auf, wenn das geht. Oh je. Und weiter. Das ist cool. Irgendwo haben wir gerade unser Schwert angezündet. Und jetzt ist es leider auch schon wieder gelöscht, aber das sah sehr, sehr schön aus mit so einem brennenden Schwert. Oh je, da kommt der Pfeilhagel. Wer wagt es da, mich mit der Zweihandaxt anzugreifen? Das hat er gut weggesteckt. Das. Da ist ein Banner her. Verdammt. Nein, 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 nein. Wir haben eine sehr starke Verteidigung hier drin sogar. Okay, wir müssen weiter. Noch irgendwo ein kleiner Schatz. Den nehmen wir noch mit. Einmal hier rum. Gefühlt klettert Eivor jetzt aktuell auch ein bisschen schneller. Als wäre er in Eile. Weg mit dir. Sehr gut, Eivor. Das ist echt eine sehr lange Schlacht. Aua, und wir sind mittendrin. Der hat jetzt eine ganze Combo im Prinzip abgekriegt. Und glaube ich nur ein Viertel HP verloren. Also manche von denen sind richtig, richtig zäh. Sie schießen den Pfeil! Kommen wir an den Schatz, der unter uns ist. Ich wechsle mal kurz den Bogen, damit wir wieder Pfeile haben. Und dann scheint es hier auch wieder ein sehr, sehr guter Ort zu sein für das Todeszeichen.
wenn wir nicht gestört werden durch deren Pfeilhagel. Das hat leider nicht so viel gebracht. Kommen wir von da irgendwie rein? Also es muss ja dann schon irgendwie von hier drin sein. Aber ich sehe hier keinen Weg da rein. Oh je. Da kommen sie alle. Okay, dann machen wir das gleich, sobald wir hier nicht mehr im Kampf getümmelt sind. Ich kümmere mich um die Zugbrücke. Sind die Bindeglieder. Von hier sehe ich sie gar nicht. Schaffen wir die? Nummer 1. Kommen wir hier irgendwie ran? Höhere Position. Perfekt. So, komm her, Rodri. Verschwinde. Hilfe. Ja. Gut, dass wir das mit Ivar machen. Ivar, der Knochenlose. Du gibst deinen jämmerlichen Drachen ab. Wow. So ein Blutrausch, das hat ihn gar nicht gestört, dass er gebrannt hat. Die morsche Eiche ist gefällt. Er ist nicht tot. Nein, ich habe noch etwas vor. Ein Spektakel, schon vergessen? Wie machen wir das? Der ist doch nur noch ein trauriges Stück Fleisch. Töte ihn, dann ist es vorbei. Oh nein, das wird gut. Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Einen Ort und eine Methode. Komm! Gut, bringen wir das hinter uns. Schmeiß den Schmalzbrocken auf dein Pferd und wir reiten los.
Sieh zu, dass er nicht stirbt. Eivor, vergiss nicht den Klumpen gammliges Fleisch, das sich Rodri nennt. Mhm, machen wir sofort. Ich glaube nur, das Buch ist hier hinten. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. So viel Zeit nehme ich mir noch. Eine neue Fähigkeitsverbesserung. Wurfaxtblut. Damit haben wir alle Reichtümer hier in Schrobeschir. Sehr, sehr gut. Okay, und sonst? Ich glaube, es gab noch die paar kleinen Schätze. Schauen wir mal, wohin wir ihn jetzt hintragen müssen. Komm mal mit. Wo reiten wir hin? Beim Kundschaften habe ich eine Aussicht gefunden, die eines Königs Todes würdig ist. Es braucht kein Spektakel, Ivar. Lass den Mann würdevoll sterben. Würdevoll? Nein, nein, nein. Sein Tod soll ein Schauspiel sein. Mhm. Na dann. Du kommst erstmal hier auf Hati. Ich will aber gerne noch da an den Schatz ran, der irgendwo hier in der Burgmauer ist. Ah, das hier oben kann man aufschießen. Okay, das habe ich in der Schlacht gar nicht gesehen. Sehr gut. Ich glaube, dann fehlt nur noch der letzte Schatz. Nein, direkt in der Feste gäbe es auch noch einen. Da renne ich nochmal schnell zurück und den holen wir auch. So, ganz oben auf der Burg. Ah, nein, nicht ganz oben. Aber hier hinten ist der Schatz versteckt. Okay. Noch mehr Stoff. Ich glaube, jetzt mittlerweile müssten wir auch den Mahlzeitenbeutel das letzte Mal aufwerten können. Sehr, sehr schön. Das heißt nur noch der Köcher, aber wow. Das hat schon alles sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist noch der Cutfy-Speer. Angriffsschaden von hinten wird durch Ausweichen erhöht. Das ist ja der, den wir von Ynir bekommen haben. Vielleicht sollten wir auch mal zwei Speere benutzen. Aber ja, schon eine imposante Burg, die der König Rodri hier hatte. Schauen wir mal, wie wir am besten runterkommen. Ich glaube, da hinten gäbe es auch eine Seilbahn. Aber zum Glück kann Eivor ja auch sehr, sehr schnell runterklettern. Okay, Ivar, wir sind bereit. 6 Mahlzeiten. Damit fühle ich mich schon sehr sicher. Komm, Ivar. Wie geht es dem lieben König? Bleib bloß bei uns. Du darfst nicht verpassen, was dir bevorsteht. Da drüben in dem Haus ist noch ein Schatz. So, Ivar, warte einen Augenblick. Ich komme gleich wieder. König hier drüben. Naja, wir sind sofort wieder bei dir. Wir nehmen nur hier alles mit. Verriegelt. Ah.
Man hört Iva schon fluchen. Zu Recht, ja. Wir könnten durch diese Schießscharten vielleicht reintreffen. Was ist hier hinten noch am Haus? Auch ein Eingang? Ah, das ist natürlich noch einfacher. Weil der Schatz gleich hier hinten in der Ecke ist. Das heißt, jetzt den ganzen Stoff, den wir bekommen, können wir dann in unseren Köcher rein investieren. Normalerweise spiele ich den Unhöflichen, das ist auch schön. König Ela, König Osbrücht, König Edmund und jetzt töte ich König Rodri. Wer kann sonst eine solche Siegessträhne verzeichnen? Töte mich einfach. Ich werde mich in diese Fehde nicht einmischen. Was hast du im Sinn, Iva? Diese Aussicht kommt Valhall gleich. Ja, ähnlich. Nicht so imposant. Ist er noch am Leben? Kaum noch. Rodri, hörst du mich? Jahrelang trug ich diese Narbe mit Scham. Von einem Bretonen verletzt und dann verschont. Ich versuchte, sie zu verstecken mit einem Bart, einem Rock. Doch als dein Ruhm wuchs, wuchs auch mein Stolz. Ein König gab mir diese Narbe. Was sagst du dazu, Rodri? Hä? Sprich, du stinkender, bottig-ranzigen Talgs. Viel sagt er nicht mehr. Da wär. Bring ihn her! Ich komme schon, Iva. Schaff ihn da hoch, auf die Spitze! Und halt ihn am Leben! Bring es zu Ende, Iva. Hier. Eine hungrige Klinge. Jetzt kommt der Drache und bereitet sich sein liebstes Mahl zu. Den Blutarm. Iva, wird das... Die Geburt eines Blutars ist ein ehrwürdiger Anblick, mein Freund. Erst schneide ich dich entlang der Wirbelsäule auf. Oh je. Oh, Odin. Das ist ein Nordmann. Mit dem Geist der alten Helden. Der Blutarm bedeutet Iva überhaupt nichts. Er tut das nur, weil er andere gerne leiden sieht. Jetzt ziehe ich das Fleisch ab. Jeder Brauch überdauert seine wahre Bedeutung. Bald weiß niemand mehr, warum dieser Mann starb. Aber wie er starb, ist ein Lied für die Ewigkeit. Mit der Zeit verwischt die Grenze zwischen Gut und Böse. Aber Ruhm ist unvergänglich. In dieser Tat liegt nichts Ruhmreiches. Das Leben ist nicht schön. Es ist ein blutiger Kampf. Die Lunge tritt hervor und wir breiten sie aus wie Flügel. Ganz Mercia kann ihn jetzt sehen. Grausames Schauspiel. Ich hab genug davon. Wir sind noch nicht fertig. Diese Saga, die wir zusammen geschrieben haben,
braucht ein Ende. Hier und jetzt. Es ist vorbei, Eva. Ich bin fertig mit diesem Ort. Ein Kampf auf den Tod. Nur du und ich. Wenn ich gewinne, bin ich der größte Wikinger, der je gelebt hat. Wenn nicht, hast du eine große Geschichte zu erzählen. Du bist schlachttrunken, Eva. Leb wohl. Armer Cheolbert. Er hat kaum etwas gesagt. Wann? Ich stieß ihm den Drachendolch ins Herz. Nein. Nur ein kurzes, leises Wimmern. Dann nichts mehr. Du krankes Stück Scheiße! Was ein Mann nicht alles tun muss. Man muss Prüfungen bestehen, Freunde verraten, nur um sein Schicksal zu erfüllen. Um immer wieder der Königstöter zu sein. Verräter! Cheolbert war... Wie ein Sohn für mich, ja, ja! Also kämpfe, Wolfsmal, bis zum glorreichen Tod! Du bist verrückt. Was für ein Leben, Eivor! Ein Kampf hoch über der Welt! Valhall wartet! Oh Gott. Eva, das glaube ich jetzt nicht. Aber meine Güte, was hat der denn für ein Moveset? Er kämpft so unberechenbar, wie er ist. Für Cheolbert, du Sack. Das kann doch nicht sein. Wenn du tot bist, höre ich auf. Endgültig. Das wäre nicht zu überbieten. Komm her, Eva. Du bist zu rücksichtslos, Eva. Blindwütig dem Irrsinn verfallen. Blindwütig? Sehr gut gemacht, Hulfi. Warte einen Moment, Eivor. Ich muss dich etwas fragen. Sprich, sonst schneide ich dir die Zunge raus. Wirst du deinen Vater in Valhall sehen, Wolfsmal? Oder ist das feige Aas in Helheim und weint eisige Tränen? Wieder erwischt! Eva, du bist schon ein Sack. Ah! Huch. Blute, wie Cheolbert! Dass du es wagst. Weg endet. Die Valkyria kommt. Meine Axt, Eivor. Gib mir meine Waffe. Pff. Für dich gibt es keinen Platz in Valhall. Eivor! Gib sie her! Nach Helheim mit dir. Eivor!
Bringt seine Überreste nach Quadfort. Wir verabschieden ihn dort. Und schickt einen Boten zu Uber. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. Wow. Was für eine krasse, krasse Geschichte hier in Shroobeshire. Dieses Mal haben wir ein Gebiet abgeschlossen und auch noch ein so unglaublich schönes und es fühlt sich einfach nach einem herben, herben Verlust an. Wir haben nichts gewonnen. Wir haben nur verloren, also es ist auch nicht so, als wüsste man, was einen erwartet, wenn man ein neues Gebiet betritt. Ach du meine Güte. Okay. Dann zurück nach Quadfort. Eivor, sei gegrüßt. Wieder trübt ein dunkler Tag unseren Sieg. Bischof. Ober. Er starb durch die Hand eines Britonen. Ich kann nur ahnen, welche Schande mein Bruder in seiner letzten Stunde gespürt haben muss. Ohne diesen Frieden... Ich erschlug ihn. Du? Nachdem Frieden geschlossen wurde, hat Ivar Ceolbert ermordet und es Rodrian gehängt. Um sich an ihm zu rächen. Und woher weißt du das alles? Er hat es mir selbst gesagt. Ich bin ein großer Freund der Wahrheit, Eivor. Aber das... Es ist schwer, das zu hören. Ist er gut gestorben? Durch mich zu sterben war sein letzter Wunsch. Er wollte den Ruhm eines blutigen Endes. Und du... Hast es ihm nicht verweigert. Ohne Ivar können nun endlich Ruhe und Frieden einkehren. Immerhin etwas. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ihn in Valhall wiedersehe. Mit der Axt in der Hand. So oder so. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Welcher Mann kann mehr behaupten? Er war ein Mann der Widersprüche. Er hat mich oft überrascht und in Erstaunen versetzt. Doch nicht alle Männer leben, um verstanden zu werden. Wir müssen ihn gebührend verabschieden. Ich bereite ein Schiff für seine Verbrennung vor. Bischof, schick eine Nachricht an Königin Angarad, dass ihr Mann durch Verrat starb und Ivar den Preis dafür bezahlt hat. Sobald ich dazu komme. Haben wir von König Ceolwulf gehört? Seine Trauer muss grenzenlos sein. Es hat ihn erschüttert. Und doch macht er neue Pläne für diesen Schier. Ich soll Alderman werden. Somit erklärt sich Shroobeshire zu deinem Freund und Verbündeten. Und wird es bis ans Ende meiner Tage bleiben. Ich danke dir, Bischof. Gott sei mit dir, Eivor. Wo immer du auch bist. Nicht ganz so, wie wir es wollten, aber immerhin etwas. Wohl, Bruder. Möge deine Zeit in Valhall eine glorreiche sein. Stifter von Schlachtgesängen. Auf loderndem Wellenross segelt der Knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen. Wind weht über das Wasser. Wenn die Schwingen der Schildmeuten schlagen, um einen König zu Odins Totenhalle zu bringen. Ivar fort. Shroobeshire verbündet. Ich sollte mich mit Randvi beraten. Ja. Ich glaube auch. Und ich glaube, das war
Auch einer der Sprüche, die Eivor mal sagte, als wir so ein Fliegenpilzrätsel abgeschlossen hatten. Okay. Dann könnten wir jetzt zu Randvi aufbrechen. Wir sind hier aber auch an dem großen See, wo noch einige Schätze auf uns warten und zumindest das letzte Artefakt hier. Und hier oben, da müssen wir noch ein paar Seeforellen irgendwie angeln. Ich glaube, das machen wir dann noch in der nächsten Folge zu Beginn und dann reisen wir zurück nach Refnatorp. Wahnsinn. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch geht es jetzt nach dieser Geschichte auch noch weiterhin trotzdem gut. Es war schon, wie ich finde, etwas anderes, etwas heftiger. Aber schön, dass das Spiel uns auch noch auf diese Art und Weise überraschen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.